Was werden eigentlich die wiedergeborenen Christen, die Gemeinde Gottes, die Ekklesia in Ewigkeit im Himmel tun? Die Bibel berichtet nicht allzu viel über den sogenannten ewigen Zustand, doch mindestens 5 Dinge können wir daraus lesen. Der Lebensraum, der zukünftige Wohnort der wiedergeborenen Christen wird außerhalb der Schöpfung sein und nicht die neue Erde und der neue Himmel, sondern es wird der Wohnort Gottes selbst sein, das Vaterhaus. Und 5 Dinge werden uns genannt. Erstens, sie werden Gott und insbesondere Jesus Christus anbeten, denn Jesus Christus ist und war von jeher die Person des dreieinen Gottes, die sich den Menschen offenbart, und das wird auch in Ewigkeit so sein. Und Jesus Christus wird als Gott auch in Ewigkeit verherrlichte Menschengestalt haben. Wir werden Christus anbeten in Ewigkeit. Zweitens, wir werden das Angesicht Gottes, insbesondere das Angesicht Jesu Christi, sehen. Angesicht steht immer für die Gegenwart Gottes und für das Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Also Jesus Christus wird in Ewigkeit gegenwärtig sein und er wird das Zentrum unserer Aufmerksamkeit sein. Drittens, wir werden Gott und insbesondere Jesus Christus dienen, nicht in dem Charakter, wie es die Engel tun, sondern als erlöste Menschen, als Kinder Gottes, als die Braut Christi in einer Beziehung der Liebe werden wir ihm dienen. Der Begriff steht auch für Gottesdienst. Worin der Dienst genau besteht, wird nicht näher beschrieben. Viertens, wir werden herrschen. Die Gemeinde Gottes, die Ekklesia, wird mit Christus herrschen über die neue Erde und über den neuen Himmel, über das neue Universum werden die wiedergeborenen Christen herrschen in Ewigkeit, und wir werden wohnen bei den Menschen. Denn auf der neuen Erde werden Menschen leben, insbesondere die alttestamentarisch Gläubigen, und die Ekklesia, die Gemeinde Gottes, die Braut Christi, wird Gemeinschaft haben mit diesen Menschen auf der Erde, nicht als dauerhafter Wohnort, sondern als Bereich der Gemeinschaft. Und zusammen werden diese beiden Familien Gottes eine harmonische Familie sein. Das Volk Gottes für den Himmel, für das Vaterhaus, die Ekklesia, und die alttestamentarisch Gläubigen auf der Erde. Diese 5 Dinge werden die wiedergeborenen Christen in Ewigkeit tun.